Einen wunderschönen guten Tag zurück auf der Bindelbach LS15 zu einer neuen Runde LS15 im Singleplayer. So, und ja, schon wieder 99%, ist ja seltsam. Naja, auf jeden Fall, ja, nachdem wir jetzt schon Schleppschlauch gefahren sind, eine Folge lang, werden wir jetzt eine Folge lang mal hier wieder Gülle gobern. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir uns hier gleich mal um das nächste Feld kümmern und das ist in dem Fall, glaube ich, Feld 2, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ja, ist Feld 2. Sehr schön. Da fangen wir mal ganz hinten an, am Zaun, denn ich habe dann vor, wenn hier die Geschichte mit einer Folge Güllegobern durch ist, dass ich dann auf den Helfer umsteigen werde. Das heißt, jetzt werden wir erstmal hier GPS an und wo ist, ach Mist, ich habe ja vorhin mal Trigger anzeigen lassen und das Problem ist aber, wenn man das macht, was ist denn hier überhaupt automatische Breite? 6,3, ja, die könnt ihr gerne haben. Ich mache 6 Meter und wir verschieben das Ganze mal hier rüber und sagen einmal einloggen bitte und sagen hier runter. Ach, geht nicht, verdammt. So, das war glaube ich hier ein B, oder? Muss ich gar nicht einschalten. Doch, muss ich schon eigentlich, oder? Gut, wenn man das Gerät so... Nö, der läuft ja schon. Aber irgendwie ist es nicht so dunkel, wie ich mir das erhofft hatte. Und irgendwie hört sich das jetzt auch nicht so an, als wäre der aktiv. Aber anscheinend ist er aktiv. Hm. Sehr seltsam alles. Hm. Komisch. Ist das jetzt schon die dunkle Textur hier? Keine Ahnung. Klicken wir hier durch. Da kann ich nichts anschalten. Hm. Da kann ich auch nichts anschalten. Und da auch nicht. Ja, ist anscheinend wirklich nur senken und los geht's. Jetzt werden wir auf jeden Fall mal hier. Okay, das geht auch nicht. Eieiei. Eigentlich habe ich auf den Drehring am Lenkrad den Tempomat hoch und runter setzen. Geht aber gerade irgendwie nicht. Warum auch immer. Achso. Also einmal heben. Ja, jetzt hätte ich es eigentlich auch fertig fahren können. Oh Gott. Also fahren wir die Bahn noch fertig hier. So. Heben und dann machen wir es halt so. Bisschen chaotisch wie immer. Ja, ist halt so. Eigentlich wollte ich dann Vorgewende lassen, aber wenn es hier eh gerade so geht mit dem Umdrehen, also gerade so geht mit dem Umdrehen quasi, dann machen wir das doch gleich mal. So, Tempomat rein. 12 km/h ist zwar, glaube ich, zu schnell. Ach, falsche Taste erwischt. So. Vielleicht sollte ich nicht mehr nach der Arbeit aufnehmen. Da ist die Konzentration irgendwie nicht mehr ganz so gegeben, wie ich das gerne hätte. So. Taste C. Danke. Jetzt funktioniert's. Hier GPS. Seht ihr, ist das Feld sozusagen. Ja. Seht ihr, das ist genau dieses Feld hier. Schön im Display. Rückspiegel nach wie vor. Nada, einen schönen Tank, aber hier oben links in dem Spiegel sehen wir zumindest, dass die Feldtextur ist auch gar nicht so schlecht eigentlich. Gott, ich werde viel zu sarkastisch, wenn ich irgendwie so leicht müde von der Arbeit bin. Nee, nee, nee. So, aber ganz cool, Bild heute gesehen.
Also heute ist Montag, die Folge kommt am Donnerstag, glaube ich. Im offiziellen Forum wurde ein Bildvergleich LS15 zu LS17 mit dem neuen Shader-System beziehungsweise ja, die Überarbeitung der Shader gezeigt, in dem Fall, was es so für Auswirkungen hat auf die Fahrzeugtextur, und das ist schon mal, boah, ganz schöner Unterschied. Also wer da noch nach dem Bild sagt, oh, das ist ja immer noch LS15, nur ein bisschen abgedatet, ja, das zeigt aber genau so ein Update, was ist, warum es sich lohnt, den LS17 zu kaufen, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil grafisch bessert das schon ganz schön auf. Also da kann man sagen, was man will, aber das bessert einfach die Grafik ungemein auf. Und ja, wie gesagt, allein dafür rentiert sich's definitiv, den LS17 zu kaufen. Ich habe nach wie vor noch nicht vorbestellt. Sollte ich jetzt dann irgendwann mal machen. Aber ja, im Fall des Falles werde ich wahrscheinlich mir die Geschichte eh über Steam holen, zum einen, und zum anderen eventuell dann noch als Collector's Edition, so als Paket, aber zur Sicherheit eben dann als Steam-Code, dass ich es sofort habe, wenn es dann draußen ist. So war zumindest mal der Plan. Mal schauen, ob der Plan so aufgeht. Mal gucken. Aber ja, das wird auf jeden Fall. Dann noch in den nächsten Tagen werde ich das mal machen. Mal schauen, ich habe da jetzt noch nicht so den Stress. Genügend Auflagen wird es definitiv geben. Also ich werde noch eine Version davon kriegen, denke ich. Ja, aber wie gesagt, im Moment irgendwie andere Sachen im Kopf dauernd, und immer wenn es dann, wenn ich dran denke, dass ich ihn bestellen müsste, bin ich in der Aufnahme oder irgendwo unterwegs und dann denke ich wieder nicht dran. Also von dem her, ja, ist es halt jetzt einfach mal so. So, jetzt brauche ich noch ein Bildchen für heute, für die heutige Folge. Ja, blöd ist immer echt diese GPS-Spur. Aber hehe, ja, geht doch. So, einfach mal hier ausblenden. Eigentlich ein ziemlich cooles Bild. Hätte ich jetzt mal gesagt. Das einzig Blöde ist, dass es zu weit rechts ist. Mit meinen Thumbnails. Mensch, da muss ich auch noch. Oh Gott. Warum erinnere ich mich selber an solche Sachen? Ich muss nämlich für den LS17 natürlich die ganzen Thumbnails mal neu machen. Wird dann eben alles frisch und neu und so. Das, ja, den Schriftzug habe ich schon. Den haben wir mit der FarmCon, oder zur FarmCon haben wir den neuen Schriftzug vom LS17 schon bekommen. Also der ist quasi schon in der Pipeline. Den brauche ich nur noch einfügen. Aber es soll natürlich alles mal frisch ausschauen und neu und dementsprechend eben passend zum LS17 dann eben alles neu und frisch. Und ja, das muss ich auch noch machen. Also, ach ja, viel zu tun. Wenig Zeit irgendwie aktuell. Von dem her, ja, mal schauen, wie es da so dann läuft. So, hier Tempomat rein, Altar und 9 und F1 und alles weg. So. Ja, das ist wie gesagt im Moment so, man rennt der Zeit hinterher, die man nicht hat. Der Tag könnte 48 Stunden Aktivität haben und irgendwie reicht es dann doch nicht. Ja, deswegen mal gucken, jetzt vielleicht die nächsten Wochenenden mal auf die Agenda schreiben, dass ich da wirklich mal die ganzen Geschichten abarbeite. Und ja, dann zum LS17 werde ich auch mal so einen Sendeplan machen, wobei das eigentlich bei mir relativ gleich bleiben wird. Also es wird, denke ich,
ein durchgehendes Projekt immer um 16 Uhr geben und dann eben noch ein wechselndes um 14 Uhr. Da werde ich ziemlich gleich bleiben. Ich hatte schon überlegt, ob ich ein morgendliches Projekt mache, so wie es der Werner von Burning Gamers macht. Bei dem kommt ja eine Folge um 8 Uhr in der Früh, glaube ich. Aktuell das Serbeck-Projekt, wenn ich das so richtig gelesen habe. Ja, eventuell mache ich das auch so um die Uhrzeit. So, jetzt sehe ich natürlich nicht, wie weit ich dahinter fahren kann. Ist halt echt blöd. Ich bräuchte eine Kamera. Gibt es nicht irgendwie so einen Kameramod, den man einfach hier in die Fahrzeuge integrieren kann? So eine dritte Kamera, die einfach nach hinten raus schaut. Wäre natürlich eigentlich, ja, so eine Rückfahrkamera könnte man mit Sicherheit als eine Position machen. Als dritte Kameraoption. Wäre eigentlich auch nicht so blöd. Aber ich glaube, auf Dauer geht das auf den Zeiger, wenn man immer dann diese Rückfahrkamera da durchschalten muss. Ja, aber wäre natürlich was. Hätte wieder ein bisschen mehr Komfort, dass man hier einfach, so wie beim LKW, diese Position, wo man aus dem Fenster lehnt quasi, die als fixe Heckkamera wäre eine Option. Vielleicht dann zum LS17. LS15 definitiv nicht mehr. Da ist jetzt gerade irgendwie ja auch so ein bisschen die Luft raus. Auch bei mir muss ich wirklich sagen, ich habe zwar jetzt so privat noch ein bisschen auf der Stappenbach, spiele ich gerade mit beim Agrarteam Franken. Das habe ich ja eh schon erzählt. Da werde ich jetzt dann auch hoffentlich irgendwann mal dazu kommen, dass ich aufnehme. War aber jetzt die letzten Male einfach so, dass ich einfach nur Bock hatte, privat ein bisschen zu zocken und bei denen ein paar Aufträge mitzufahren. Also einfach so komplett unbefangen mal wieder spielen und ja, dann zwischendurch noch so ein bisschen die Freidorf mal angespielt vom Lukas, Luki MB-Drag, eben die Freidorf mal ein bisschen mit, ja, mal angespielt und das Ganze auch dann auf schwer. Und ja, mit Youngtimer-Traktoren, die Drescher muss ich jetzt noch tauschen, da sind die Originalen noch drin. Aber da möchte ich dann auch auf den 88S und auf den 208er Class gehen. Und ja, so komme ich dann doch ab und zu mal wieder zum Privatspielen. Ah ja, also er düngt definitiv. Ich wollte das jetzt gerade nur mal testen hier, ob das auch wirklich funktioniert. So, dann düsen wir mal zurück zum Hof und füllen hier nochmal auf. Und dann werde ich eben den Helfer hier mal starten. Ich hoffe, dass der funktioniert. Ansonsten fahren wir halt in der nächsten Folge nochmal Gülle. Ich weiß jetzt gar nicht, hat der eigentlich einen Prallteller-Verteiler hier? Komisch. Keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht, ob das Gerät auch ohne Güllegruber funktioniert. Müsste ich mal ausprobieren. Ansonsten müssen wir mit einem Schleppschlauch fahren hier. Oder es gibt dann ja vielleicht auch noch ein anderes Fass. Irgendwie so ein Dreiachser wäre eigentlich mal cool. So zwischendurch. Mal gucken. Das schauen wir dann mal in der nächsten Folge. Denn wie gesagt, die Wiese hier runter mit den Luzernen hinten möchte ich eigentlich erstmal Gülle drauf schmeißen und vielleicht dann noch hier mal gucken, wie viel Gülle ich überhaupt noch übrig habe. So viel ist es nämlich gar nicht mehr. Da muss ich jetzt echt schauen, denn hier haben wir noch ja 75.000. Alternativ wäre natürlich Mist drauf zu schmeißen. Ja, da haben wir noch 51.000, also ja, vielleicht schmeißen wir da auch Mist drauf. Und ja, alles andere wird dann gekalkt, beziehungsweise Kunstdünger geschmissen. Je nachdem, was wir da dann so verwenden. Ups,
Nicht am Zaun hängen bleiben. Einfach rückwärts hier rausschieben. Und ja, da ein bisschen enger rum. So, gut. Dann mache ich jetzt noch die linke Spur runter, dass der quasi so eine Eingrenzung hat für den Helfermodus. Und lass den dann fahren und das nächste Mal werden wir wieder eine Runde mit dem Schleppschlauch hinten fahren. Der füllt nämlich gerade noch so ein bisschen oder hat noch gefüllt, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Deswegen ja, werde ich da eben in der nächsten Folge dann mit dem weitermachen. Ja, bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.